Alm. Ja, wir sind wieder auf dem Weg nach Bochum auf unserer geliebten Rennstrecke und hoffen, dass wir jetzt auf dem Samstag hier nicht in den Stau reingeraten wieder mal. Und meine Elfe, die führt. Ich passe jetzt auf, dass ich hier schön einfädel. Ist ja doch Gas, der Blödmann. Ja, an für sich wollte ich die Brücke schon nicht mal filmen, weil können wir schon nicht mal sehen, wissen wir ja oft genug bemerkt. Aber ich dachte, früher konnte man nichts erkennen auf den Bildern, jetzt erst recht nichts, weil Nebel ist. Mal da drauf nochmal. Ja, und dann schön nach vorne in den Nebel rein. Jetzt sehen wir bestimmt noch weniger wie gar nichts von der Brücke. Das wollte ich unbedingt nochmal zeigen. Jetzt ein mystisches Bild. Brücke mit Morgentau in Nebel gehüllt. Ne? Mit der aufgehenden Sonne im Rücken. Naja, mehr oder weniger. Ja, jetzt der schöne Blick auf das Tal. Nach links bitte rüber, Elfe. Links ist das andere rechts. Man sieht nichts. Noch nicht mal die Burg. Gar nichts. Ja, den Spaß mussten wir uns jetzt machen. Ja, heute war kein Frondienst und ich hoffe, dass wir bald weitermachen mit der Streckenbegrenzung, aus bekannten Gründen natürlich. Und ja, heute wollen wir ein bisschen Spaß haben und fahren. Ein paar Bratwürstchen haben wir dabei, Grill und ja, Köpfchen, Mayo, alles haben wir. Ja. Ja, was wollen wir machen? Ja, der Motor war abgemagert, das habe ich zu spät gemerkt. Ich hoffe, dass er nicht Fratze hieß. Und deswegen fahre ich heute hauptsächlich, um den Motor richtig einzustellen. Wie ihr schon mal von dir schon vielleicht gesehen habt, war mein Vergaser. Also nicht den, was habe ich den überhaupt gefilmt? Den habe ich ja gar nicht, konnte da gar nicht wissen. Also mein Vergaser hatte unten am Sieb richtig Dreck drin gehabt. Nicht den von dem Kollegen. Da war ja so gut wie gar nichts drin. Also bei mir war schon was drin. Und dann kann es sein, dass der Motor dann natürlich abmagert, wenn er zu viel Sprit kriegt. Ist so meine Annahme. Wenn es nur das war, ist das in Ordnung. Wenn nicht, wenn man es dann sehr schnell merke, dann muss ich mir noch einen neuen Motor bestellen. So, ja, das war's dann für sich. Freust du dich schon? Ja. Heute fahren wir alleine. Nee, ne, warten wir, bis viel Platz ist am besten. Ne? Und ja, dann sagen wir, ist eine Rennstrecke. Bauen die überhaupt hier weiter mit der Brücke? Ich glaube nicht. Ja. Ja, dann sagen wir, bis eine Rennstrecke. Vielleicht ein paar Dia-Fotos und wollen wir mal gucken. Dann sagen wir, bis später. Tschewa. Tschewa. Tada! So, wieder eine Strecke. Und da ist meine Rappelkiste. Wollte zuerst nicht anspringen. Hat wohl was mit der Vergaserreinigung zu tun. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, mit einer Hand fahren ist schwierig. Mal gucken, wie jetzt die Vergasereinstellungen sind und dass er mir nicht zu mager fährt. Das wollte ich jetzt als erstes mal testen. Wolltest du filmen oder was? Also fährst du X-Max? Mach den bloß nicht kaputt, der ist teuer. Mach das ganz vorsichtig, ja? Und nicht den Ole über den Haufen fahren. Was soll ich jetzt sagen? Ja, Blätter auf der Strecke, noch nass, den musst du abtrocknen von der Sonne. Und da werde ich mit meinen Latzereifen wohl erstmal nichts reißen können. Ich werde jetzt gemütlich ein paar Runden drehen und dann mal nachgucken, ob die Kerze fratzig ist oder nicht. Also die Kerze, ob zu mager oder zu fett ist. Oh, ich bin aufgeregt, ich will jetzt fahren. Ja, filmt das mich nachher oder ich nicht, wollen wir mal gucken, was ist. Viel Spaß bei der Dia-Show. Ah, oh, jetzt habe ich voll einen Wassertropfen im Nacken gekriegt.
Showtime. Achtung, fertig, los. Schummel! Na, wo bleibst du da stehen? Ja! Das erinnert mich so ein bisschen an Shuffleboard, was du da machst mit den Reifen. Meine Fresse, da muss man ja voll ausweichen hier. Ich glaube, dein Spoiler hat sich gleich erledigt. Was ist denn hier los? Was war das denn? Alter! Warum machst du auch eine Ratze? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hast du schon wieder die Brücke gefehlt, Alter. Was machst du denn mit deinen Scheißschrauben da? Das wird teuer! Ja, das war's dann erstmal. Jetzt könnte ich bei so einer Oma fahren oder wie sieht's aus? Ja? Nein. Jetzt ist gerade frei, mehr oder weniger. Oder warten wir, bis du alleine bist. Gucken wir mal. Sagen wir mal, bis später. Hast du einen Job gemacht? Nee. Was ist los, Jens? Der will Schrauben rauslegen, so. Alle mal runter. Ding, 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 ding. Ja, die vorstehenden Schrauben ist ja sowieso nicht. Sind wir überhaupt mal auch vorne? Ja. Erstmal das Wichtigste, Auto ausmachen. Ne, aus? Ja. Ja, jetzt wird es ein bisschen wüst. Also gerade an der Brücke hängen geblieben und wie man sieht, eine Schraube hat er schon verloren an der Brücke. Jetzt die zweite. Ja. Können. Alter Schwede, da voll durchgefetzt. Ja. Die schöne Brücke. Ja, das Gehäuse wird jetzt auf jeden Fall frack zu sein. So machst du aber, zweite Seite. So machst aber keinen ersten Platz, wenn du die Schraube unten rausgucken lässt. Das ja. Bremst doch, oder nicht? Das knallt mal richtig. Die schöne Brücke. Nein, schon wieder. Ja, schon geschweißt worden. Also, und das nur, wenn eine Schraube rausguckt. Da könnt ihr mal sehen, also das ist ja richtig dick hier. Das ist ja ein Zaun gewesen, so wie ein Bauzaun. Und sowas durchzufetzen hier, das ist ja schon ziemlich heftig, ne? Ja, das ist doof. Wenn da einer in das Loch reinfährt, oder geht gar nicht. Ach ja, wir haben noch einen. Ein Gruß aus Amerika. Was, wer ist das? Donald Trump. Ja, und was macht der? Dreh mal um. Ja, drück mal, man sieht doch nur das Ding hier. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wackel mal nicht mal so. Drück mal. Nanu, nanu. Ja, wer lässt sich sowas einfallen, ne? Wir sind natürlich unpolitisch, ne? Ist ganz klar, ne? Das ist irgendwie ein Mannequin, ne? Ja. Dann sagen wir, bis zum nächsten Mal machen wir schon eine Endansage, oder? Wir bleiben noch, ne? Ja. Ja. Wenn wir das schon zur Endansage ist, komm mal her. Nachher fährst du ja auch noch mal, ne? Ding, 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 ding. Bis dann. Cheva. Cheva. Kommt doch noch ein Filmchen. Und jetzt kommt Frauenpower.
Erste Mal, oder? Erste Mal? Ja? Ja, lieber ich war. Ich schau mal meinen Wagner lieber weg, ne? Warte! Zack. Ja, ist jetzt ein bisschen wüst die Aufnahme wieder, aber dafür ist das ungeschnitten. Und komm gerade richtig. Hui. Wem muss ich denn jetzt viel Glück wünschen? Das Auto oder? Ich muss doch einen Kuschel drauf machen. Wirklich noch nie gefahren vorher? Auf der Wiese. Eine Stille hier. Nur das Säuseln vom Motor zu hören. Ja, ist aber richtig so langsam mal rantasten. Geh lieber in Deckung. Die Mama fährt gerade. Meinst du, das überlebt eine Olefaltkupplung? Ja? Auch so ein kleiner Drehzahlbereich? Vielleicht kommt noch so ein leichter blauer Qualm dabei zu dem weißen. Kann ich auch gleich. Papa, kann ich auch gleich machen. Ja, man stellt sich das alles so einfach vor, aber ja, das ist eine ganz andere Sache, als auf der Buckelpiste zu fahren, wenn jetzt so ein Weg vorgegeben ist. Und das ist ja, das Fahrverhalten ist ja immer so, dass man das auch mit dem Gas geben und wegnehmen macht. Und dann noch Lenken dabei, das sind da mehrere Sachen. Dann ist manchmal schwierig, wenn rechts und links vertauscht wird. Also gerade wenn der Wagen einem entgegenfährt. Das muss dann erstmal geübt werden. Nee, jetzt Lenkrad einschlagen und Gas geben, ja so, geht doch. Leon, pass lieber da auf! Hier wird gerade die A-Klasse mal beim Losi gemacht. Ah, oh, ich dachte, jetzt hat's. Warum hat er denn jetzt den Piloten da weggenommen? Leon, hinterm Zaun! Offroad. Kriegt da einer schon Schweißperlen auf die Stirn? Jens? Das ist ja gerade mal Standgas, ne? Ich gebe da nur zwei Runden und dann gibt's noch Gas, hundertprozentig. Den können wir gleich zusammenfegen. Lass dich nicht nervös machen, aber alle Augen gucken zu. Nein, das ist gemein. Und kommst du mit durcheinander, mit rechts und links oder so? Leon!
Wo ist er? Du wolltest ja gefilmt werden, ne? Ach. Ja, ja, wie kommst du klar, mit rechts oder links? Wenn das Wagen auf dich zukommt, ist das ja verkehrt rum mit ja, dem Lenken. Schwierig. Merkst du das oder ist es ungewohnt? Ist ungewohnt. Einfach nicht dran denken, einfach so. Einfach. Ciao. Tschö. Ciao. Vergiss nicht zuzumachen, dann bei Fragen, ne? Ja, mach ich. Das ist auf jeden Fall. Nee. Mama ist. Ja. Daneben gefahren. Sonst musst du jetzt immer rumlaufen. Sieht schick aus. Guck mal, da denkt sie, hast du irgendwas genommen. Da siehst schon die Pylone da herlaufen, ne? Hast du Stopp gemacht? Kannst du das jetzt verstehen? Ich kann oder? Das Video noch erinnern, wie du da gefilmt hast. Du kommst ja. Nur in den Zaun reinflogen. Ja, das war lecker am Kopf vorbei. Ne? Also jetzt weiß ich ja, was so ein Hund für eine Bisskraft hat. Da habe ich ja heute schon Bekanntschaft gemacht. Ne? Und so ein Losi bei dem Gewicht, bei der Geschwindigkeit besser nicht auffangen. Nur gut, dass du Schlupfen drauf hast, wo noch was drauf ist, ne? Haben wir jetzt aufgefallen, die fahren sich auch auf Kunstrasen schon ziemlich schnell ab. Ja, klar. Was denkst du denn? Wie nah bist du am Gas mit deinem Gaspedal da? Also mit, wenn du, ist da eine Verzögerung drin, oder? Sehr schön. Jens, hast du eine Verzögerung drin beim Gas geben oder sowas? Oder kommt der sofort, wenn du Gas gibst? Ja, ein bisschen. Weil ich sehe das auch bei meinem Sohn, wenn der Gas gibt, dann gibt er an bestimmten Stellen, wo gerade ausgeht, auf einmal so sprunghaft Gas. Ne? Als würde er dann auf einmal Luft ziehen und mal so aus der Pumps kommen, so springen halt. Ist wahrscheinlich noch auf dem Drehzahl. Ja, kann sein, aber. Und dann schießt er dann übers Ziel hinweg, ne? Flattert da irgendwas hinten dran? Du bist so ein Scheißhaufen gefahren. Guck mal. Gut eingeparkt. Langsam. Da bin ich auch schon runtergeknallt hier. Ja, das ist so ein Check, der hier unter der Europalette. Ne? Wenn man nicht aufpasst, dann macht man einen Sprung und dann macht man gleich einen Abflug. Ne? Und hier müsste auch noch Kantenschutz drauf gemacht werden. Die Kanten sind zwar entschärft ein bisschen, aber so ganz astrein ist das noch nicht. Also. Ja, oder warte, wir machen das aber zusammen. Wer gibt denn Gas von euch beiden? Da kommt schon die Feuerwehr und die Polizei. Ja, jetzt Doppelpack, zu zweit fahren, das kann man auch immer gut machen. Papa gibt Gas. Ja, kannst mal sehen, wie groß die Strecke ist, ne? Oh, Vorsicht an der Brücke. Ich glaube, das mit den Rasenmähen hätten wir vielleicht erst machen sollen, wenn die Streckenbegrenzung da ist, ne? Bleibt nicht mehr viel von übrig, ne? Ja, Papa voll angespannt. Das war knapp. Das wäre die erste Unterteppichfahrt geworden. Ich soll einen Reifen einmal schieben. Oh,
So, dann sagen wir, bis zum nächsten Mal, ne? Da haben wir schon den Hintern sein gemacht, ist doch mal egal. Oh, jetzt geht's doch noch schneller. Bis dann. Eva. Ach, jetzt fährt der Papa. Oh. Ja, na, super. Du musst auch erst mal schaffen. Ja. Da ist wieder eine Schraube draufstehen, oder was? Wie geht das denn? Danke! Ja komm, die Runde nehmen wir noch mit. Den kannst du aber gleich wieder da draufsetzen, den Pylon, ne? Komm, leg mal eine schöne Runde hin, die nehme ich noch auf. Du kannst dich dann auch analysieren. Wenn das mal weg ist, die Möglichkeit, links dran vorbeizufahren, an den Huppel da, das wird interessant. Es gibt da einen Punkt, da kann man rüberfahren, da, oh, da kommt man auf der anderen Seite wieder gut runter. Ja, das war's dann. So, ein schöner Tag, ein blauer Himmel und bis dann. Tschüss. Tschüss.